Cakewalk bei BandLab braucht keine Internetverbindung, um aktiviert zu werden. Das geht auch offline und auch für alle, die online sind. Dazu brauchen wir drei Dinge. Zum einen ein Offline-PC, also ein PC ohne Internet, wo euer Cakewalk drauf soll. Dann ein USB-Stick oder einen ähnlichen Datenträger, mit dem ihr eure Aktivierungsdatei übertragen könnt. Und drittens ein PC, der eine Verbindung zum Internet hat. Dann gehen wir zu dem PC, wo Cakewalk aktiviert werden soll und dort in Cakewalk auf Hilfe Offline-Aktivierung Aktivierungsanfrage exportieren. Jetzt speichert ihr diese Datei auf eurem USB-Stick. Klickt ihr hier OK, kommt jetzt noch die Nachfrage nach eurem BandLab-Benutzernamen. Habt ihr noch keinen BandLab-Account, legt euch vorher kostenlos einen an. Und jetzt geht's mit dieser Datei zum Online-PC. Dort installiert ihr euch den BandLab Assistant. Den gibt's auf dieser Seite hier. Runterladen, installieren und mit euren Zugangsdaten einloggen. Im nächsten Schritt klicken wir hier auf Offline Activation und wählen unsere Datei aus, die wir beim Offline-PC erzeugt haben. Dafür bekommt ihr nun eine DAT-Datei zurück. Und diese speichern wir auch wieder auf unserem Stick und damit geht's zurück zu eurem Cakewalk-PC ohne Internet. Jetzt unter Hilfe Offline-Aktivierung Aktivierungsantwort importieren und die DAT-Datei auf eurem Stick auswählen. Jetzt ist Cakewalk aktiviert und ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen oder dieses Video hier anschauen. Bussi aufs Bauch, ihr Bärli, und Servus.